Eine Minute. Entschuldigen Sie bitte. Die Pressekonferenz startet jetzt. Dime la gran mostra. Ladies and gentlemen, journalists and media representatives, welcome to the broadcast of Denta Prime. I am Tracy Lee Junius, and today's broadcast will be conducted in German. However, because of the increased interest that we received from our international journalists, I will be responsible for translating any questions and answers that you may have from German into English and vice versa. Ich bin Nick Lodiger und ich werde die Pressekonferenz heute moderieren. Herzlich willkommen bei Denta Prime. Ich hoffe, dass Ihnen der virtuelle Klinikrundgang gefallen hat. Wir entschuldigen für die Verzögerung. Wir haben den Klinikrundgang direkt vor diesem Termin aufgezeichnet. Wir werden jetzt circa 30 Minuten Kurzvorträge von dem Führungsteam unserer Klinik sehen. Und ich bitte Sie, Folgendes zu berücksichtigen. Das Klinikteam, das Führungsteam, spricht Deutsch als Fremdsprache. Und wir sind online in einem Webcast. Sie können auf YouTube in dem Chatfenster Ihre Fragen hinterlassen und wir werden sie gern nach dem Kurzvortrag für Sie beantworten. Nun übergebe ich an unsere Klinikchefin, Frau Desislava Dimova. Vielen Dank, Nick und Tracy. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Pressegespräch. Auch wenn zurzeit wir selbst und unsere Patientinnen und Patienten in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich aufgrund der Pandemie schwierige Zeiten erleben, freuen wir uns dennoch gemeinsam mit Ihnen heute das neue Denta Prime Behandlungszentrum zu eröffnen. Wir verfügen nun über 71 Behandlungsräume. Damit können wir 12.000 Patienten pro Jahr versorgen. Denta Prime ist die größte nichtstaatliche Zahnklinik in Europa, aber auch weltweit. Es geht uns doch aber nicht um Größe. Es geht uns vielmehr darum, mit einem Maximum an Hygiene, Behandlungssicherheit und Zuwendung unseren Patienten mehr Lebensqualität und Gesundheit zu ermöglichen. Wir sind auf einer Mission. Wir möchten, dass unsere Patienten schöne, feste Zähne haben. Wir möchten die Versorgung mit Zahnimplantaten demokratisieren. Denn jeder hat das Recht auf festsitzenden Zahnersatz, egal ob er wohlhabend ist oder nicht. Wir möchten unseren Patienten anbieten, gemeinsam die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Daher offerieren wir das Angebot, sie lebenslang kostenlos zu behandeln, nachdem Sie bei uns eine Gesamtsanierung haben durchführen lassen. Damit übernehmen wir die Verantwortung ein Leben lang. Wir etablieren einen völlig neuen Hygienestandard in der Dentalmedizin. Gerade jetzt, während der Corona-Katastrophe, wird es eigentlich klar, wie wichtig unser Hygienekonzept ist. Wir möchten die Flüge von unseren Patientinnen und Patienten, sowohl den Klinikbetrieb selbst, absolut klimaneutral gestalten. Zu dem Zweck pflanzen wir einen Wald aus Robinien, mehr als 10.000 Bäume pro Jahr. Wir möchten, dass unsere Patientinnen und Patienten ihre Behandlung absolut ohne jegliche Angst oder Schmerzen erleben. Zu diesem Zweck arbeiten wir hier mit einer großen Reihe von unterschiedlichen Methoden. Wir erzielen nachweislich höchste Behandlungssicherheit und perfekte Ergebnisse. Von modernster Technik und State-of-the-Art-Behandlungsmethoden bis zum Vier-Augen-Prinzip
und Prozessmonitoring erreichen unsere Maßnahmen, um unseren Patientinnen und Patienten diese hohe Qualität zu garantieren. Wir sind bereits der attraktivste Arbeitgeber hier in Bulgarien im Gesundheitssystem. Kein Absolvent, keine Absolventen aus den Schulen oder Universitäten für Zahnmedizin oder Zahntechnik soll mehr ins Ausland gehen müssen, denn bei Dentaprime finden sie optimale Bedingungen. Die durch uns ausgebildeten Experten erfreuen sich einer großen Nachfrage am europäischen Markt. Trotzdem arbeiten sie gerne für unsere Patienten. Zu all diesen Themen werden anschließend meine Kollegen Ihnen eine weitere Einführung geben. Danach freuen wir uns gerne auf Ihre Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich werde nun das Wort an meine Kollegin Julia Radewa übergeben. Vielen Dank, Desislava. Ich bin Julia Radewa und ich bin die kaufmännische Leiterin des Dentaprime Diagnose- und Trainingszentrums. Das besteht aus einem hochmodernen 2000 Quadratmeter großen Klinikgebäude und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie Sie sicher wissen, ist die Diagnostik und Behandlungsplanung ein komplexer und anspruchsvoller Vorgang in der Kieferchirurgie, Implantologie und Prothetik. Nur in der Spezialisierung kann höchste Planungsqualität erreicht werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser anspruchsvolle Bereich der Diagnose und Behandlungsplanung seine eigene Konzentration und eigene Kompetenzen benötigt. Das ist der Grund, weswegen wir ein eigenes Diagnosezentrum haben. Das kennen Sie sicher aus der Humanmedizin. Hier, wir bei Dentaprime, etablieren dies in der Zahnmedizin und sind damit weltweit Vorreiter. Wir hier bei Dentaprime versorgen Patienten mit weitgehend oder vollständig zerstörtem Gebiss, sehr oft mit massivem Knochenabbau verbunden. Unsere Patientinnen und Patienten wünschen sich einen festsitzenden, implantatgetragenen Zahnersatz, möglichst sofort belastbar. Da wir praktisch nur solche komplexe Fälle haben, ist die Behandlungsplanung entsprechend anspruchsvoll. Die Basis für den Erfolg wird gleich am Anfang gelegt. Das bedeutet also tiefe Diagnostik und vollständige Implantatplanung. Dies machen bei uns langjährige, erfahrene Oberärzte unter Einsatz von modernster Technik und Software. Mit dem eigenen spezialisierten Diagnosezentrum können wir diese hohen Anforderungen gerecht werden. Wir bilden hier auch unsere zahnmedizinische und zahntechnische Fachkräfte aus. Natürlich bringt jeder Arzt, Assistentin, Zahntechniker seine akademischen Kenntnisse und klinische Erfahrung mit. Wir bei Dentaprime arbeiten nach ganz besonderen, strikten und standardisierten Methoden. Wir folgen also definierte und evidenzbasierte Standards. Unsere umfangreiche Arbeit an vielen tausenden Patienten erlaubt uns auch, eigene interne wissenschaftliche Studien zu machen. Wir sind unter anderem ein gesuchter Partner für die Dentalindustrie. Aus dieser Partnerschaft erwachsenen Innovationen und neue Verfahren können wir als erste an unseren Patienten anbieten und zunutze machen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Anschließend stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Und jetzt bitte ich, Herr Dr. Werner, die Dentaprime-Mission zu erklären. Vielen Dank, Frau Radewa. Mission Dentaprime. Meine Damen und Herren, ich will es auch Mission Glück nennen. Warum das? Ich, Klaus-Christian Werner, habe das Glück, jeden Tag bei meiner Arbeit alle unsere Patienten kennenzulernen. Und da lerne ich kennen glückliche, ja begeisterte Menschen. Und das ist ein Glück. Bitte versetzen Sie sich jetzt in die Lage unseres Durchschnittspatienten. Sie haben noch 1, 2, 3, eigentlich gar keine Zähne mehr. Das Kauen bereitet Ihnen große Probleme. Von den Problemen der Verdauung unzerkauter Bissen will ich gar nicht reden. Fortwährend haben Sie Schmerzen in Mund und Kiefer. Das auch wegen der Druckstellen durch Ihr wackelndes, loses Gebiss. Durch das Fehlen der festsitzenden Zähne bildet sich Ihr Kieferknochen zurück. Ihr Gesicht wird faltig. Es geht in die Richtung dieses greisenhaften Aussehens. Sie haben Angst, dass Ihnen beim Lachen, dass Ihnen beim Sport die losen Dritten rausfallen, Sie förmlich Ihr Gesicht verlieren. Sie fühlen sich unwohl, Sie gehen weniger raus, Sie gehen weniger unter Menschen, Sie sind sozial unwohl. Sie sind aber erst Mitte, Ende 50. Sie haben noch 30 Jahre Ihres Lebens vor sich. Das wollen Sie aktiv erleben. Sie wollen Sport treiben. Sie wollen noch arbeiten. Sie wollen sozial aktiv sein, karitativ möglicherweise. Jedenfalls aktiv. Und das ohne Zähne? Und das soll eben nur deswegen auch nicht gehen, weil Sie kaputte Zähne, weil Sie gar keine Zähne mehr haben? Nein, das muss nicht sein. Es ist heutzutage so einfach, durch festsitzenden Zahnersatz wieder eine hervorragende Lebensqualität zu gewinnen. Es wäre für viele Menschen so einfach, wenn diese Art, diese große Behandlung in der Regel nicht so sündhaft teuer wäre. Wir bei Dentaprime wollen das anders. Wir wollen jeden Patienten mit festsitzendem Zahnersatz versorgen. Angst- und schmerzfrei. Die Mund- und Kiefergesundheit, schöne, kraftvolle Zähne, sollen als Grundlage für ein langes, aktives, glückliches, gesundes Leben dienen. Daran arbeiten wir mit ganzem Einsatz. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mich im Kreise meiner Kollegen umschaue. Egal, ob Ärzte, Assistentinnen, Kollegen im Labor, an der Rezeption, wo auch immer, überall wird immer Vollgas gegeben, wird immer mit höchstem Einsatz nach dem besten Ergebnis gestrebt. Das ist ein Hochleistungsumfeld. Und genau in so einem Umfeld gelingen bezahlbare Behandlungen, und zwar auf höchstem qualitativen Niveau. Das heißt, bei voll digitalisierten Behandlungsprozessen gelingt es unseren hochspezialisierten Ärzten und Kollegen, Menschen wieder ein gesundes, glückliches Lachen zu schenken. Bezahlbar. Stichworte Digitalisierung und hochspezialisiert. Was bedeutet das bei uns? Digitalisierung der Behandlung heißt Loslösung von hergebrachten analogen Prozessen. Wahrscheinlich kennen Sie alle den Löffel beim Zahnarzt, mit dem der Abdruck gemacht wird. Es tut weh und ruft Würgereiz hervor. Den kennen wir bei Dentaprime schon lange nicht mehr. Bei uns beginnt es mit dem sogenannten digitalen Abdruck, mit dem Intraoralscanner. Dessen digitale Aufnahmen werden weiterverwendet in allen weiteren Behandlungs- und Prozessschritten.
Zum Beispiel im Labor bei der Anfertigung des Zahnersatzes, wo der Zahntechniker mit neuesten CAD/CAM-Geräten arbeitet und nicht mit Gipsschlamm ein Modell anrührt, ein Modell, das analog hergestellt sowieso nicht so genau sein kann, wie es ein digitales Bild ohnehin ist. Hochspezialisiert ist ein sehr wichtiger Punkt. So eine Behandlung, so komplex sie ist, muss letztlich aus einem Guss in einem Prozess stattfinden. Wird durch die Digitalisierung, wie gerade beschrieben, auch sehr stark unterstützt. Die Digitalisierung verknüpft alle Behandlungsschritte. Aber in diesen einzelnen Behandlungsschritten selbst, da arbeiten bei uns hochspezialisierte Kollegen, Spezialisten in der Diagnose, in der Planung, Kieferchirurgie, Prothetik und so weiter. Spezialisten, das kennt man generell aus dem Arbeitsleben, die arbeiten schnell und präzise. Und das führt zu höchster Effizienz bei größter Sicherheit für unsere Patienten. Und so ist es. Jeden Tag sehe ich unglaublich viele lachende, glückliche Patienten in der Klinik. Umgekehrt, das macht uns glücklich und treibt uns weiter an. Und damit sehen wir uns auch in einer weitergehenden Rolle. Wir wollen unseren Patienten nicht nur einen neuen Zahnersatz einsetzen und dann verabschieden wir uns. Wir folgen dem ganzheitlichen Anspruch der Weltgesundheitsorganisation. Gesundheit, das ist das vollständige körperliche, geistig-seelische und soziale Wohlbefinden jedes Menschen. Ausprägung dafür ist auch die absolute Zuwendung zu unseren Patienten in jeder Phase der Behandlung durch alle Kollegen. Herzliche Begrüßung am Flughafen, herzlicher Empfang an der Rezeption, herzliches Willkommen im Behandlungsraum. Jeder Prozessschritt, jeder Behandlungsschritt wird erklärt. Betreuung auch außerhalb der Klinik und vieles mehr. Besonders aber, und ich kenne keine Klinik in dieser Welt, wir bei Dentaprime, wir bieten unseren Patienten eine lebenslange Garantie auf ihren neuen Zahnersatz. Was bedeutet diese lebenslange Garantie im Einzelnen? Zum einen, egal was passiert mit ihrem neuen Zahnersatz, was kaputt gegangen ist, es wird von uns komplett wiederhergestellt, ein Leben lang. Bitte denken Sie hierbei nicht nur an eine Materialgarantie für ein paar Jahre. Zu unserer Garantie gehört natürlich das Material auch, aber zusätzlich die komplette zahnärztliche Versorgung und die komplette Laborarbeit. Zum anderen, das alles ein Leben lang, ohne Beschränkungen, bis zum Lebensende und kostenfrei, ohne Wenn und Aber. Und im Rahmen der lebenslangen Garantie beraten wir unsere Patienten, unsere ehemaligen Patienten, hinsichtlich Zahnpflege, Hygiene, Ernährung und gesunden Lebensgewohnheiten. Langjährig, lebenslang stehen wir jederzeit für Fragen beratend zur Verfügung. Auf dieser Grundlage möchten wir, dass unsere Patienten, unsere ehemaligen Patienten auf Basis der neu gewohnten Zahngesundheit für immer angst- und schmerzfrei, mit kraftvollen Zähnen ein gesundes, langes, aktives, glückliches Leben führen. Meine Kollegen und ich, wir haben das Glück, dass fortwährend um uns herum hier bei Dentaprime zu erleben, wie Menschen ja begeistert sind, wenn die Zähne wieder festsitzen, wenn sie einfach wieder befreit lachen, wenn sie strahlen, wenn sie glücklich sind. Mission Glück, Mission Dentaprime. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt an meine Kollegin Dr. Stefanova. Vielen Dank, Dr. Werner.
Ich bin Dr. Stanimira Stefanova und ich bin Spezialistin für Diagnostik und Behandlungsplanung hier bei Denta Prime. Wie Julia Radewa schon gesagt hat, ist die Planung der Implantologie, des Knochenaufbaus sowie der Implantatprothetik eine anspruchsvolle und komplexe Aufgabe und absolut entscheidend für den Behandlungserfolg. Wie Sie sicher wissen, gibt es zumindest in Deutschland keinen Fachzahnarzt für Diagnostik und Planung. Hier bei Denta Prime jedoch schon, aus gutem Grund. Anspruchsvolle, implantatgetragene Versorgungen bei weitgehendem zerstörten bis zu planen erfordert klinische Erfahrung, Wissen und Know-how im Umgang mit den digitalen Tools, im Zusammenspiel von Kieferchirurgen, Prothetikern und Zahntechnikern. Aus diesem Grund haben wir hier bei Denta Prime ein eigenes Diagnostik- und Behandlungsplanungszentrum mit erfahrenen, spezialisierten Zahnärzten. Nach unserem Wissen ist das einmalig in der Welt und wir halten uns damit als Vorreiter. Es ist uns sehr wichtig, dass die Kieferchirurgie, Implantation und Knochenaufbau sowie die Implantatprothetik aus einem Guss sind. Die Implantate müssen so im Kieferknochen eingesetzt werden, besonders auch bei ungünstigen Kieferverhältnissen, dass die Brücken und die Kronen auf den Implantaten genau passen. Das ist keine einfache Aufgabe, denn wir haben sehr oft Patienten, bei denen durch langjährige Zahnlosigkeit der Biss schwer zu bestimmen ist. Unsere Patienten haben sehr häufig starken bis sehr starken Knochenabbau. Deswegen ist eine Augmentation, einen Knochenaufbau fast immer notwendig. Die Implantate müssen so geplant werden, dass Länge, Durchmesser, Winkel der Implantate mit den vorhandenen Kieferknochen genau passen. Aus diesem Grund planen wir die Implantation auf Basis dreidimensionaler Röntgenbilder. Anhand der Computertomographie wird im Labor eine sogenannte Bohrschablone erstellt im 3D-Drucker. Mit dieser Bohrschablone können die Kollegen bei der Implantologie mit hochpräziser Passgenauigkeit arbeiten. Um jedes Risiko auszuschließen und wirklich auf Nummer sicher zu gehen, arbeiten wir nach dem Vier-Augen-Prinzip. Wenn ich eine Therapieplanung erstelle, wird die nochmal von dem behandelnden Zahnarzt geprüft, bevor die realisiert wird. Dies Vier-Augen-Prinzip ist ein wesentlicher Grund für unsere Erfolge bei der Behandlungsqualität und bei dem Behandlungserfolg insgesamt. Bei der Planung möchten wir für jeden Patienten eine optimale langfristige Lösung anbieten. Alle unsere Patienten müssen uns mit festen, schönen Zähnen verlassen. Schönes Lachen und gleichzeitig richtig zu beißen können, ohne Fremdkörpergefühl im Mund. Dies ist nach unserem Verständnis eine wesentliche Voraussetzung, damit man sich wirklich wohl und gesund in seinem Körper fühlt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt das Wort an Dr. Vorotnikov. Vielen Dank, Dr. Stefanova. Ich bin Dr. Konstantin Vorotnikov und ich bin medizinischer Leiter des Denta Prime Behandlungszentrums. Die aktuelle Pandemie zeigt uns einmal mehr, wie wichtig prophylaktische Hygienekonzepte sind. Lange vor Corona haben wir in der Zahnmedizin Hygienestandards entwickelt, die für unsere Patienten und Mitarbeiter die notwendige Sicherheit schaffen. Unser Hygienekonzept und das damit verbundene Gesundheitsmonitoringsystem ist einzigartig und wird von unseren Patienten verstanden und gut angenommen. Bei der Planung und Konzeption
des neuen Behandlungszentrums entwickelten wir uns den bisherigen höheren Standard hin aus. Ein für Zahnmedizin einzigartiges Hygienekonzept, das wir Ihnen bereits bei der Führung durch die Klinik detailliert erläutert haben. Deswegen verzichte ich hier auf eine weitere Darstellung. Bei jedem unserer Entwicklungsschritte wird deutlich sichtbar, wir übernehmen auf diese Weise umfassend Verantwortung für die Gesundheit unserer Patienten und unserer Mitarbeiter. Hier noch einige Highlights aus der Welt des Dentalmedizin. Jedes der 71 Behandlungsstationen verfügt über On-Chair-Röntgen zur sofortigen Qualitätskontrolle und zur Just-in-Time-Kontrolle der Eingriffe. Jede Behandlungsstation ist mit einem Interoral-Scanner für den Digitalabdruck ausgestattet. Um die prothetische Präzision zu verbessern und um Behandlungszeiten für den Patienten weiter zu verkürzen. Jede Behandlungsstation verfügt über Lasertechnik. Dadurch werden Infektionen bei der Abheilung vermieden und gleichzeitig die Einheilgeschwindigkeit erhöht. Laser erlauben minimalinvasive Eingriffe und sind weitergehend schmerzfrei. Jede Behandlungsstation verfügt über zwei Monitoring-Systeme. Eines überwacht die Behandlung im Mund des Patienten per Kamera. Dieses Monitoring erlaubt einem Zahnarzt des Support-Teams die laufende Überprüfung der Behandlung, womit die Behandlungssicherheit für den Patienten weiter verbessert wird. Wir haben eine Lösung erarbeitet für eine vollständig schmerz- und angstfreie Behandlung aller unserer Patientinnen und Patienten. Hierzu wird durch unsere Anästhesisten eine Kombination aus Lachgassedierung und Dämmerschlafnarkose eingesetzt. Natürlich, im Zentrum unserer Bemühungen steht eine optimale Behandlung unserer Patienten. Mich als medizinischer Leiter der Klinik erfüllt es mit tiefer Befriedigung, tagtäglich zu erleben, wie durch die Hände meines Ärzteteams schwierige Indikationen und komplexe zahnmedizinische Fälle gelöst werden. Diese täglichen Erfolgserlebnisse von perfekt versorgten Patienten, die andernorts oft aufgegeben waren, geben mir und meinem Team diese tiefe Befriedigung, aus der wir unsere Kraft schöpfen. Alle Ärzte von Dentaprime stehen voll hinter diesen Innovationen und treiben sie voran. Ich danke unseren Patienten für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne anschließend zur Verfügung. Ich übergebe nun an Dr. Piev, der uns aus seinem Fachbereich Chirurgie und Implantologie berichten wird. Vielen Dank, Herr Kollege. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Dr. Ivan Piev. Mein Spezialgebiet ist die Versorgung mit sofort belastbaren Zahnimplantaten. Kurz zum Verständnis. Bei der konventionellen Implantologie heilen die Implantaten so die sogenannten Zahnwurzeln in 6 Monaten ungefähr ein. Dabei dürfen sie nicht durch Zahnersatz belastet werden. Der Zahnersatz wird so verarbeitet, dass er die Implantate nicht stört. Wir haben hier im Laufe der Jahre eine Spezialisierung auf Sofortbelastung von Implantaten mit großem Erfolg entwickelt. Innerhalb 24 Stunden nach der OP, wir erstellen im Labor einen Zahnbogen, der mit den Implantaten fest verschraubt wird. Die Mehrzahl unserer Patienten entscheidet sich um diese Methode. Den großen Vorteil hierbei, man hat sofort feste Zähne und muss nicht monatelang mit einem losen, oft schlecht sitzenden Provisorium leben. Ich denke, wir hier
sind die Zahnkliniken in Europa, die die höchsten Fallzahlen in der Sofortbelastung von Implantaten hat. In der Chirurgie arbeiten wir mit sogenannten navigierten Implantationen. Was heißt das? Sobald ein Patient zu uns kommt, werden von seiner Kiefer- und Mundsituation eine dreidimensionale Röntgenaufnahme und digitale Abdruck gemacht. Damit werden von spezieller zahnärztlicher Software seine Bohrschablone erstellt. Mit ihrer Hilfe können wir während der Implantation eine digitale Präzision erreichen. Eine der Grundlagen unserer hohen, weit überdurchschnittlichen Behandlungserfolge. Unsere Behandlungsmethodik in der Implantologie ermöglicht uns, dass wir hochkomplexe Fälle erfolgreich zu versorgen, die von anderen Kollegen abgelehnt worden sind. Noch ein Detail. Der Nachteilerfolg von Implantaten und dem Kieferknochenaufbau konnten wir durch Herstellung und Verwendung von Eigenblutplasma signifikant verbessern. Wir entnehmen dazu den Patientinnen und Patienten etwas Blut vor der OP und isolieren daraus die sogenannten Wachstumsfaktoren. Die nehmen eine wichtige Funktion bei der Regeneration von Gewebe ein und die helfen, den Behandlungserfolg weiterhin zu beeinflussen. Ein weiteres Zukunftsthema sind die keramischen Implantate. Immer mehr Patienten erwarten eine Versorgung auf keramische Implantate. Die spielen zwar im Moment noch keine überragende Rolle. Der Trend zu Keramikimplantaten ist jedoch bei unseren Patienten deutlich. Wir versorgen seit vielen Jahren Patienten mit keramischen Implantaten. Bei der Weiterentwicklung sowohl von Titanimplantaten auch bei keramischen Implantaten bestehen Entwicklungsmöglichkeiten und Partnerschaften mit der Industrie. Den nachgewiesen hohen Qualitätsstandard erreichen wir gemeinsam als Team. Alle Bereiche der Klinik arbeiten zusammen, Hand in Hand. Behandlungsstandards, die ständig weiterentwickelt werden, sind die Grundlage für das hohe Qualitätsniveau, das wir erreicht haben. Mein Kollege Dr. Daskalow und sein Team sind für die Weiterentwicklung Standards dafür zuständig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte, Herr Doktor. Vielen Dank, Dr. Pev. Guten Tag, Damen und Herren. Ich bin Dr. Dimo Daskalow und ich bin medizinischer Leiter der Diagnostik und des Ausbildung- und Trainingszentrums. Meine Kollegin Julia Radewa hat Ihnen bereits unser Diagnostikzentrum vorgestellt. Ich möchte noch einmal ganz klar sagen, wie wichtig eine eigene Spezialisierung im Bereich der Diagnose und Behandlungsplanung ist. Viele unserer Patienten kommen zu uns mit Behandlungsplänen aus ihrem Heimatland, die leider eine ungenügende und nicht optimale Diagnose und Planung zeigen. Zysten würden übersehen, Wurzelfüllungen sind insuffizient und sollen es bleiben. Implantaten sind so geplant, dass keine stabile Konstruktion möglich ist. Und. Die Gründe dafür sind oft das Fehlen von entsprechend dreidimensionalen Röntgenaufnahmen. Kostengründe spielen eine Rolle, aber auch die fehlende Spezialisierung. Mit unserem einmaligen Diagnosenzentrum können wir ein völlig anderes Niveau an Diagnostik und Planung leisten. Es ist uns sehr wichtig, den Zustand der Zähne nicht losgelöst von der Gesamtgesundheit
des Patienten zu sehen. Zahnmedizin bedeutet für uns nicht nur einfach Zähne reparieren. Viel eher möchten wir dem Patienten helfen, sich mehr um seine Gesamtgesundheit zu kümmern. Daher erstellen wir für die kieferchirurgischen Eingriffe eine Diagnostik durch ein Blutbild, eine Analyse des Speichels, eine Analyse des Blutzuckers und messen den Blutdruck. Ein Allgemeinmediziner und eine Pharmazeutin erklären dem Patienten die Laborwerte und geben ihm Empfehlungen und Hinweise. Ernährungsberatung, Raucherentwöhnung und Laserakupunktur gehören ebenfalls zu unserem Präventionskonzept. Ich beobachte ständig und ich bin sehr froh, dass unsere Patienten nach ihrer Zahnsanierung immer mehr auf ihre Gesamtgesundheit achten. Zu unserer klinikinternen Aus- und Weiterbildung möchte ich auch ein paar Sätze sagen. Wir haben eine eigene Akademie. In dieser Einrichtung entwickeln wir Standards in der Zahnmedizin und in der Zahntechnik und trainieren sie. Diese Standards sorgen für eine hohe Behandlungssicherheit, Effizienz und Qualität. In der Dentaprime Akademie testen wir laufend neue Technologien, Methoden, Verfahren. Wir sind Entwicklungspartner für die Industrie, so zum Beispiel für TRI-Implantathersteller aus der Schweiz. So können wir ständig bewährte und sichere Methoden mit den neuesten Entwicklungen ergänzen. Hier in Varna selbst arbeiten wir mit der Uniklinik schon seit vielen Jahren sehr eng zusammen. Von dort suchen wir gezielt nach Absolventen, die ambitioniert und neugierig sind. Hochtalentierte Personen, die sich für die digitale Technologien und Innovationen begeistern. Die richtig getrieben sind von den Möglichkeiten, die sich ihnen bei Dentaprime bieten. Ich finde, Dentaprime ist auf alle Fälle nicht nur in Bulgarien, sondern in ganz Europa der beste Arbeitsplatz für Zahnärzte, Zahntechniker und Assistenten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Daskalow. Vielen Dank an das Führungsteam der Dentaprime Zahnklinik. Wir starten jetzt mit den Fragen, aber zuvor möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir die Fragen über YouTube-Benutzernamen oder Accounts erhalten haben. Und daher entschuldige ich, dass wir Namen und Medium des Fragestellers heute nicht nennen können. Ich werde die Fragen jetzt der Reihe nach durchgehen und werde die Führungsteams oder die einzelnen Kolleginnen und Kollegen darum bitten, die Fragen zu beantworten. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Was war der Grund für Sie, trotz digitaler Technik ein Vier-Augen-Prinzip anzuwenden? Und können Sie dies noch einmal genauer erläutern? Dr. Stefanova? Also in der Medizin muss die Risikominimierung ein Dogma sein. Jeder Eingriff, der in den menschlichen Körper durchgeführt wird, muss von zwei Experten überprüft werden. Danke sehr. Die nächste Frage. Durch die neue Klinik wird ja das Patientenaufkommen beträchtlich erhöht. Wie schaffen Sie es trotzdem bei dem hohen Kontrollaufwand, den Sie betreiben, die Qualität beizuhalten und sich genug Zeit für jeden einzelnen Patienten zu nehmen? Frau Dimova? Wir werden maximal 300 Patienten pro Woche versorgen. Unser Team von 400 Mitarbeitern betreut 300 Patienten. Ein deutscher Zahnarzt betreut mit seinem Team im Durchschnitt 5 Patienten mit einem Mitarbeiter. Danke. Die nächste Frage. Ist es nicht riskant, Patienten in so kurzer Zeit mit festsitzendem Zahnersatz zu versorgen? Dr. P. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man weiß, was man tut,
Risiko ist minimisiert. Laut neuesten Studien, sofort feste Zähne zeigt bessere Ergebnisse. Danke. Die nächste Frage. Können Sie vielleicht einen kleinen Einblick in die Denta Prime Academy geben und verraten, an welchen Innovationen Sie dort gerade arbeiten und was Zukunftsthemen sind, die für Denta Prime wichtig sind? Die Frage würde ich gerne an Frau Radewa geben. Wir arbeiten an einer Reihe von Innovationsprojekten, besonders im Bereich der navigierten Behandlung und Implantation. Wir haben uns als Ziel gesetzt, auch die keramischen Implantate für die Patienten bezahlbar zu machen. Wir arbeiten an Robotikprojekten, ganz besonders in der Diagnostikbereich. Wir wollen einen Zusammenhang oder Zusammenhänge zwischen Zahn- und Kiefererkrankungen und der allgemeinen Gesundheit herstellen und Prognoseverfahren entwickeln. Vielen Dank. Dann direkt zur nächsten Frage. Erläutern Sie doch einmal das Verfahren des digitalen Zahnimplantats und erklären Sie uns, warum Sie als bisher einzige private Zahnklinik diese Methode verwenden. Herr Dr. P. So, das digitale Zahnimplantat heißt für uns Freiheit. Wir können auswählen und selber produzieren die Aufbauteile, unabhängig von Angulation des Implantats, Art der Technologie oder Art von Konstruktion. Wir haben den Vorteil, das innovativste Produkt auf dem Markt zu benutzen, da wir in Entwicklungspartnerschaft mit der Schweizer Hersteller von TRI stehen. Vielen Dank. Die nächste Frage. Aus welchem Grund ist die Idee der lebenslangen Garantie entstanden? Sie gehen da doch ein sehr hohes Risiko mit ein, oder? Herr Dr. Werner? Ja, gerne. Lebenslange Garantie, das klingt erstmal unglaublich und ist es ja auch eigentlich. Wir haben das Glück bei uns, dass wir Statistiken haben, die sehr weit zurückreichen. Und diese Statistiken zeigen uns, dass wir vergleichsweise extrem niedrige Ausfallraten haben. Das bedeutet, dass wir ein Risiko dort tragen, auch bei einer lebenslangen Garantie, was wir handeln können, was überschaubar ist. Wichtig ist aber uns bei der lebenslangen Garantie, dass unsere älteren Patienten, wenn die einmal eine Komplettsanierung bekommen haben, später nicht wieder mit hohen Kosten belastet werden. Und deswegen machen wir das gerne. Danke. Danke. Zur nächsten Frage. Sie sprachen am Anfang davon, den Klinikbetrieb klimaneutral zu gestalten. Können Sie dieses Vorhaben einmal kurz erläutern? Und da würde ich nochmal Herrn Dr. Werner bitten. Immer noch aktuelles Thema, natürlich. CO2-Ausstoß haben auch wir. Unsere Patienten sollen hierher reisen ohne schlechtes Gewissen. Eine Reise hierher ist ja in der Regel eine Flugreise. Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht und haben uns hingesetzt und haben kalkuliert, was eigentlich so eine Behandlung an CO2-Ausstoß bringt oder macht. Dazu gehört natürlich einmal die Flugreise der Patienten, dazu gehört die Klinik selbst, dazu gehören aber auch alle Mitarbeiter, wie wir hier leben. Und das packen wir zusammen. Und dagegen setzen wir, was müssen wir tun, um diesen diese CO2-Entstehung eben zu kompensieren. Wir pflanzen da Bäume an. Wir fangen mit 10.000 Bäumen an und entsprechend mehr Patienten werden wir immer Zehntausende von Bäumen weiter anpflanzen und sind sehr komplett klimaneutral. Und haben außerdem daneben, das möchte ich noch ergänzen, fällt mir gerade ein, wir erzeugen unseren eigenen Strom
über klimaneutrale PV-Anlagen. Vielen Dank. Die nächste Frage. Ich habe gehört, dass Ihre Preise um bis zu 80% niedriger sind für dieselbe Behandlung. Frau Dimova? Ja, im Wesentlichen spielen hier zwei Gründe eine Rolle und führen dazu, dass wir diese niedrigen Preise bei Dentaprime haben. Einerseits ist die Behandlungsdauer durch die Digitalisierung um etwa 70% reduziert. Andererseits sind auch die Materialkosten um etwa 45% geringer aufgrund von den höheren Einkäufen, die wir machen. Und deswegen können wir zwischen 60-80% billiger sein und trotzdem erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich sein. Vielen Dank. Wie groß ist die Zahl der Patienten in Deutschland, die festsitzenden Zahnersatz benötigen, aber die hohen Kosten in Deutschland nicht tragen können? Also eine Frage zum Marktvolumen. Vielleicht auch nochmal Frau Dimm. Gerne. Etwa 2 Millionen Bundesbürger sind zahnlos und können deutsche Implantatkosten nicht bezahlen. Vielen Dank. Die nächste Frage. Kann ein Patient, der schon lange keine Zähne mehr hat und eine Prothese trägt, im hohen Alter Implantate erhalten? Dr. Daskalow? Danke. Wir implantieren erfolgreich bei Patienten, die über 80, 90 Jahre alt sind, also soweit die Gesamtgesundheit ausreichend ist. Danke. Gibt es eine Altersgrenze für Implantate? Herr Dr. Wortnikow? Gerne. Herr Dr. Daslow hat schon geantwortet, aber nein, es gibt keine Altersgrenze. Wir machen immer gründliche Befundaufnahme und Check-up. Bevor Behandlung und dann können wir entscheiden, ob Implantation möglich ist oder nicht. Aber Altersgrenze gibt es nicht heutzutage. Danke. Die nächste Frage. Zahlen private Versicherungen und staatliche Versicherungen für Behandlung hier in Bulgarien? Frau Radewa? Ja, ich kann es bestätigen. Alle Versicherungen übernehmen zu 100% alle Kosten, die für eine Behandlung in Deutschland übernehmen würden. Und das ist auch durch die europäische Gesetzgebung geregelt. Vielen Dank. Schrecken nicht viele Patienten davor zurück, für eine Zahnbehandlung nach Bulgarien oder generell Osteuropa zu reisen? Herr Dr. Werner? Ja, okay. Osteuropa generell ist bestimmt nicht die erste Destination für alle, wenn es um größere medizinische Eingriffe geht. Ich schließe nicht aus, dass auch unsere Patienten am Anfang erstmal vielleicht eine Hürde vor sich sehen. In den Vorgesprächen, Telefonaten und so weiter mit unseren Ärzten, Zahnärzten allerdings, werden die sehr schnell beseitigt und die Patienten reisen hierher an. Die Folgereise ist überhaupt kein Thema mehr, da kommen unsere Patienten sehr gerne. Und ich freue mich, dass wir stark wachsend Patienten haben, die aufgrund Empfehlungen kommen, da ist es sowieso kein Thema, wenn man der Freund, wenn der Bekannte, wenn der Arbeitskollege sagt, Mensch, da musst du hin. Und das ist eigentlich das Schöne. Vielen Dank. Noch eine interessante Frage. Wie gewinnen Sie Ihre Patienten? Vielleicht Frau Radewa?
Die meisten von unseren Patienten kommen durch eine Empfehlung und diese Zahl steigt vom Jahr zu Jahr. Jetzt liegt es bei über 50% und der Rest kommen durch Facebook und Google Ads. Vielen Dank. Bei meiner Recherche habe ich eine Klinik in London gefunden, die auch den Namen Dentaprime nutzt. Gehört diese Klinik zu Ihnen? Dr. Vorotnikow? Ja, diese Klinik ist von Dentaprime Klinik ausgegründet und ist sehr erfolgreich auf dem Markt. Vielen Dank. Ich sehe mittlerweile, dass über 200 Fragen eingegangen sind. Ich würde dann kurz mit dem Team abstimmen, dass wir vielleicht noch weitere 3 Fragen beantworten jetzt heute live und den Rest dann schriftlich vom Führungsteam beantworten. Dann komme ich zu der nächsten Frage. Ich habe gelesen, dass in Ihrer Klinik mit Kryptowährungen bezahlt werden kann. Hat das eine Bedeutung erlangt? Frau Radewa? Ja, immer mehr Patienten bezahlen die Rechnungen mit Dentacoin, eine Kryptowährung der Dentalindustrie. Vielen Dank. Blutplasma hört sich gefährlich an. Was ist das genau? Dr. Pehe? Das Benutzen von eigenem Blut ist nur vorteilhaft. Die Wachstumsfaktoren, die da drin sich enthalten, können den Heilungsprozess nur optimieren. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt zu der letzten Frage über, die wir live beantworten. Und wie schon versprochen, Ihre restlichen Fragen werden auf jeden Fall schriftlich von dem Führungsteam beantwortet. Sie verwenden Lachgas. Welchen Vorteil hat das und welchen Nachteil? Dr. Vorotnikow? Es gibt keine Nachteile, Vorteile aber sind, dass wir schmerzfrei und angstfrei Behandlung durchführen können. Und das bringt Sicherheit zu unseren Patienten und auch hilft uns für präzise Arbeit. Vielen Dank. Das war die letzte Frage, die wir heute live beantworten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse, vor allem auch an die Journalisten und Medienvertreter, die heute anwesend waren. Und damit schließe ich die Pressekonferenz.